Wirklich unfassbar. Entschuldigt. Hallo und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Und das Unfassbare ist, ich sitze hier gerade bei uns im Gang und mein Häschen hat sich gerade offiziell nach nicht einmal 4 Minuten Rennen hingelegt und guckt mich jetzt an mit einem Blick nach dem Motto: Das hast du jetzt davon, dass du mich rausgeholt hast, obwohl ich eigentlich schlafen wollte. Gut, weswegen ich heute dieses Video drehe, ist, weil Mittwoch ist und ja, das heißt mal wieder so ein Satz, wo man sich denkt, wird auch besser geschwiegen. Gut, aber das Thema des Tages ist das, was zurzeit überall ist, wo man gerade echt nicht drum rumkommt und ja, Pokémon Go. Ich möchte über das Thema Pokémon Go reden. Und zwar möchte ich von Anfang an gleich mal vorab wegnehmen. Ich werde nicht wie die meisten Videos erzählen, wie toll das Spiel ist, sondern ich möchte mal darauf hinweisen, was ich an diesem Spiel als eher unpraktisch, gefährlich oder weswegen ich es eben für meinen Teil nicht anfange zu spielen. Ja, also alle, die jetzt eine Lobhymne auf Hymne oder ach, sei es drum, auf Pokémon Go hören möchten, sollten jetzt abschalten. Und alle, die bereit sind, auch zu hören, was ich dran kritisch finde, die können jetzt weitergucken. Gut, also ich fange an, indem ich euch mal erzähle, wie bei mir mit Pokémon angefangen hat und alles. Und zwar bei meinem Cousin. Mein Cousin, der hatte damals den Nintendo Color. Ja, genau, Color war es sogar noch. Und da hat er mich damals ein bisschen spielen lassen und dann fand ich das total toll. Und dann hatte ich kurze Zeit später meine Taufe und da habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, ich wünsche mir zur Taufe, nee, warte mal, es war Kommunion, entschuldigt, meine Taufe war ein bisschen früher. Tut mir leid, man kann sich mit diesen kirchlichen Sachen auch manchmal ein bisschen irren. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann meine Kommunion und da habe ich dann gesagt, ich wünsche mir zur Kommunion einen Gameboy. Und dann habe ich auf jeden Fall, haben wir gefeiert, war alles toll und dann habe ich meinen Gameboy ausgepackt und dann also der Color war ja noch so ein Brettding und dann habe ich den ausgepackt und dann stand da Gameboy Advance. Und ich sag's mal ganz offen, das habe ich bisher noch nie erzählt, ich war in dem Moment echt enttäuscht, weil ich gedacht habe, Mann, doof, was soll ich jetzt mit diesem Teil? Ich wollte doch den anderen. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich dann den bekommen habe, aber im ersten Moment war ich dann eher so, ja, ich bin Gameboy, ich bin Gameboy. Oh, ja. Ja, gut. Ja. Auf jeden Fall gab es damals direkt zu dem Gameboy dazu das Spiel Super Mario. Und das habe ich dann auch recht gern gespielt und alles. Und nach ungefähr, ja, ich würde schätzen, 4, 5 Monaten, in denen mein Papa nur dieses über meine Tastatur rennt. Los, kusch, rüber. Nein, ja, entschuldigt. Tut mir leid, wie schnell Tastaturenhopserin. Ja, aber auf jeden Fall, um zurückzukommen, nach so ungefähr ja, 3, 4 Monaten ist mein Vater plötzlich nach Hause gekommen und der hat damals mit einem Kunden im Geschäft geredet und der hat ihm wohl total euphorisch erzählt, wie begeistert seine Kinder vom Pokémon wären. Dann ist mein Vater, was wirklich selten vorgekommen ist, in den Laden gegangen und hat mir damals die feuerrote Edition gekauft. Und damit hat er dann auch meinen späteren Pokémon-Trainerverlauf total beeinflusst, weil ich habe damals, hatte ich noch kein Internet und nichts und wusste nicht, dass die alles Mögliche, ich wusste eigentlich noch gar nichts über Pokémon. Und dann habe ich auf jeden Fall angefangen, Pokémon, die feuerrote Edition zu spielen. Und mein Starter-Pokémon war natürlich Glumanda und seitdem bin ich Feuer-Pokémon-Trainerin aus Leidenschaft. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie ein anderes Starter-Pokémon genommen, außer das Feuer-Pokémon. Hätten wir das auch mal erzählt. Ja, und so habe ich dann angefangen, Pokémon zu spielen und bin immer weiter gewachsen mit Pokémon. Habe irgendwann dann noch ein DS zugelegt und ein DS, dann 3DS. Und habe eben immer, mein erstes Spiel war ein Pokémon-Spiel so. Und ja,
Dann habe ich gehört, dass Pokémon Go rauskommt und war so im ersten Moment total euphorisch begeistert und habe so gedacht, ja, das ist eigentlich schon eine coole Sache so an sich. Das ist so, da kann ich ein Pokémon in der echten Welt sehen und ja, das ist ja schon cool. Und ja, dann habe ich sogar mir im App Store angeschaut, die App, die als sie dann rausgekommen ist, das hat ja auch schon mal lang gedauert, bis sie dann überhaupt erschienen ist. Und als sie dann draußen war, habe ich dann nochmal geguckt und dann habe ich eben sie auch im App Store schnell gefunden und habe dann überlegt, ob ich sie installiere. Dann bin ich allerdings, was ich damals mit dem Advanced noch nicht konnte, bin ich ins Internet gegangen und wollte mal schauen, was braucht denn überhaupt Pokémon Go, damit es läuft. Und dann das Erste, was da stand, war, es braucht immer eine Internetverbindung und dass man viel laufen muss. Und ja, dann habe ich mir so gedacht, okay, viel laufen ist jetzt nicht unbedingt im Sommer mein Ding. Und ja, dieses allgemein habe ich dann, irgendwie hat sich dann bei mir sowas, so ein komischer, kurzer, komischer Moment, habe ich dann gedacht, will ich das wirklich? Will ich wirklich anfangen, ein Spiel zu spielen, das ständig von mir verlangt, im Internet zu sein? Also, es verlangt ja dann auch von mir, dass ich sozusagen mehr oder weniger immer online bin. Und dann auch das der Ortungsdienste. Ich glaube nicht, dass die aus sind. Also, ich weiß es nicht. Da kann mir jetzt jeder gerne schreiben, wenn er was anderes weiß oder so, dass man die Ortungsdienste aus- oder anmachen kann. Aber will ich wirklich, dass jeder weiß, in Anführungszeichen, der diese App konstruiert hat, wo ich gerade bin? Wo ich gerade bin, was ich gerade mache? Und will ich auch wirklich immer im Gefühl, jedes Mal, egal wann und wo und wie, nicht mehr die Welt um mich herum wahrnehmen, sondern alles bloß noch auf so einem kleinen Bildschirm wahrnehmen und überall nur noch nach Pokémon suchen? Ich kann mir vorstellen, dass das, also ich habe jetzt von vielen Leuten gehört, dass das so total toll sei, wenn man dadurch neue Leute kennenlernt und dass man dadurch neue Kontakte knüpft und überhaupt. Aber ich möchte jetzt an dieser Stelle die Frage stellen, was ist dann mit den anderen Kontakten, die man schon hatte? Vernachlässigt man die dann nicht vor lauter, ich bin auf der Suche nach neuen Pokémon? Ich zum Beispiel bin jemand, wenn jemand jetzt vor mir stehen würde, mit einem, der nur das Handy in der Hand hält, die ganze Zeit irgendwie irgendwas machen würde, dann würde ich zum Beispiel also schon kein Wort mehr mit dem sprechen, weil er würde ja dann nicht mehr mir zuhören. Der würde dann, wäre dann, vielleicht würde er mir zuhören, aber ich hätte dann nicht den Eindruck, dass ich ihm wichtig genug bin, dass er sein Handy weglegt. Ich würde jetzt auch niemanden, ehrlich gesagt, über so etwas kennenlernen, weil ich denke, dann hat man ja vielleicht eine Gemeinsamkeit, man sucht zusammen Pokémon. Aber kann man wirklich, sagen wir mal, eine Freundschaft oder irgend sowas aufbauen auf Basis dessen, dass man eine Gemeinsamkeit hat und es im Prinzip dann immer nur um diese eine Gemeinsamkeit geht? Weil ich meine, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass dann viele Leute jetzt anfangen werden zu sagen, ja gut, wir führen richtige Gespräche. Weil du kannst nicht richtige Gespräche führen oder tiefschürfende Gespräche oder richtigen Austausch untereinander, wenn du gedanklich dabei irgendwo anders bist. Ich merke es ja, wenn ich zum Beispiel mit jemandem rede und dabei irgendwie sowas mache wie nur Gameboy spielen, dass ich dann dem anderen nur halb zuhöre. Oder wenn ich gerade noch im Internet rumsurfe und meine Mutter dann mich fragt, was will ich zum Abendessen? Und dann da steht und ich dann da erstmal gar nichts mitbekommen, weil ich nicht mal mehr mitbekomme, dass sie wirklich da ist. Ich weiß, dass sie da ist, aber ich merke nicht mehr wirklich die Präsenz ihrer Existenz. Also, es klingt jetzt irgendwie schräg, aber man ist so in einer anderen Welt drin, dass man nicht mehr wirklich die Welt um sich herum wahrnimmt. Und gut, ich als jemand, der die Welt extrem wahrnimmt mit meinem Asperger, bin jemand, wo sagt, ein bisschen weniger wahrnehmen ist nicht schlecht. Aber ist es nicht eigentlich auch eine ganz schön gefährliche Sache, wenn man nicht mehr wahrnimmt, was um einen herum ist? Ich meine, ich bin jemand, ich warte nur noch auf die erste Nachricht, wo steht, Kind oder Frau oder weiß der Geier wer wird vom Auto angefahren, weil er Pokémon Go gespielt hat oder irgend sowas. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man da wirklich noch richtig, wirklich so richtig, richtig drauf achtet, wo, wie die Ampeln schalten, wie, wo man gerade steht, ob da jetzt ein Auto ist. Wer weiß, ob da nicht gerade plötzlich ein Pokémon mitten auf der Kreuzung auftaucht und man dann da mitten auf der Kreuzung versucht, dieses Pokémon zu fangen.
Und diese ganzen Risiken und alles, das finde ich einfach viel zu gefährlich. Und ich finde auch einfach dieses immer im Internet sein zu müssen, das ist ja dann auch sozusagen, du kannst ja nicht, ich bin jemand, ich gehe ins WLAN. Weil ich finde dieses Internet, dieses Handy-Internet, das ist einfach was, da wird es mir immer ganz komisch dabei und schwindlig. Und ich vertrage das einfach nicht. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist bei mir eben so. Deswegen bin ich auch jemand, ich habe keinen Handyvertrag, ich habe eine Prepaid-Karte, weil da habe ich das Gefühl, ich habe einen besseren Überblick über, was habe ich noch auf meinem Guthaben und was habe ich nicht mehr. Wenn ich einen Handyvertrag habe, kommt am Ende des Monats die dicke Rechnung und du denkst dir so, oh mein Gott, wo kommt jetzt diese ganze Rechnung her? Und deswegen bin ich schon immer der Verfechter von Handyverträgen gewesen und werde es auch wahrscheinlich immer bleiben. Aber so Pokémon Go wäre dann so ein Spiel, wo man sich wirklich gezwungenermaßen ja an sich einen Handyvertrag zulegen muss, weil man ja immer im Internet sein muss, über diese Internetleitung. Und bei Prepaid-Karten zieht es ja so schnell das Guthaben weg. Also ist auch so eine Sache. Dann ist natürlich auch nicht für alle, also es heißt ja für alle verfügbar, aber mit diesem Wissen ist dann wiederum nicht mehr für alle so leicht zu haben und zur Verfügbarkeit. Und ich einfach für meinen Teil bin jemand, ich sag, mir ist wichtiger, die Kontakte zu pflegen, die ich habe, die Welt wahrzunehmen und auch wirklich zu wissen, dass ich jetzt gerade auf einer Ampelkreuzung stehe und nicht, oh, da ist ein Schigi, yay, jetzt fange ich mir ein Schigi schnell. Ups, da fährt ein Laster an mir vorbei und zwar haarscharf. Das ist einfach so was. Viele werden jetzt sagen, das ist ja gar kein Risiko, wir achten ja trotzdem auf alles, was um uns herum ist und so weiter. Aber wenn du schon solche Artikel liest, wie bei uns in der Zeitung stand jetzt gerade vor kurzem so ein Artikel, dass zwei mitten in eine Schießübung gelaufen sind, bei der Suche nach einem Pokémon. Und da denkt man sich ja dann auch schon so sein Teil, weil. Es ist ja anscheinend nicht so unmöglich, dass man dann in einer ganz anderen Welt ist und nichts mehr um sich herum mitbekommt. Gut, ich wollte einfach nur sagen, falls ihr Pokémon Go spielt, spielt es mit Vorsicht und vor allem seid euch bewusst, dass dann wirklich jeder eurer Schritte verfolgt wird irgendwie oder verfolgt werden kann. Im Sinne von, dass ihr ja jedes Mal, wenn ihr an diese Punkte geht, wo es Pokébälle oder sowas gibt, dann weiß ja euer Handy, wo ihr gerade steht. Und ja, ich wollte das nicht. Ich mag es lieber in der Welt zu sein, wo keiner weiß, wo ich gerade bin. Obwohl wahrscheinlich jeder in meiner Familie sagen würde, ich weiß, wo du bist, auf deinem Bett in deinem Zimmer. Und dann spielst du wahrscheinlich irgendwelche und sitzt da mit deinem Laptop. Also, bei mir weiß auch jeder, wo ich bin. Aber es ist nicht immer gut, dass jeder weiß, wo man ist. Das wollte ich euch auf jeden Fall mal mitgeben und ich wollte euch den Tipp geben, seid einfach vorsichtig und denkt zweimal drüber nach, ob ihr das Spiel anfangt oder nicht. Weil, ja, einmal drin kommt man, glaube ich, sehr schwer bloß raus, weil ich habe irgendwie schon auch so das Gefühl, dass das ein ganz schöner Suchtfaktor ist. Weil wenn man gerade so überlegt, wie viel da berichtet wird, ist es ja wirklich, die Welt wird überschwemmt von Pokémon Go gefühlt. Und natürlich ist eine verführerische Idee zu gucken, dass man da mitten in unserer Welt gefühlt Pokémon fängt. Aber man darf auch nicht vergessen, egal wie man es dreht und wendet, das sind nur Zahlen und das sind nur Zahlen, Daten und Programme. Und die Leute, die um uns herum sind, die sind aus Fleisch und Blut. Und ich würde im Zweifel immer meine Isa, einen Pokémon vorziehen oder auch nur unseren Hund. Und ja. Deswegen, wenn man unbedingt irgendwelche süßen Tierchen sehen will, geht doch einfach mal in den Park oder in den Naturpark und schaut euch Eichhörnchen an oder Vögel oder irgend sowas. Ich weiß, es macht nicht so viel Spaß, aber ich glaube, es ist besser für die Gesundheit. Gut, das war's von mir zu diesem Thema. Ich hoffe, mein Video hat dem einen oder anderen geholfen oder wie seht ihr das? Erzählt es mir doch einfach. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr wieder am Freitag einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit und schreibt mir gerne was in die Kommentare oder schreibt mir doch einfach auf Twitter oder Facebook oder eben eine E-Mail an die bell.redmeier@outlook.com. Wir sehen uns. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss.